Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Kollegin Gesine Lötsch, der ich bei dieser Gelegenheit stellvertretend für alle Mitglieder des Haushaltsausschusses den Dank des Hauses übermitteln möchte. In bewährter Form hat uns der Haushaltsausschuss in die Lage versetzt, konzentriert und prägnant über die Befunde nicht nur zu reden, sondern abzustimmen, wie wir das heute Mittag dann abschließend tun. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste auf den Tribünen. Zuerst möchte ich mich einmal bei allen ehrlichen Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen in unserem Land bedanken, denn ohne sie könnten wir keine Haushaltsverhandlungen führen und keinen Haushalt beschließen. Da können ja alle mal klatschen. Gleichzeitig allerdings möchte ich mich bei den Steuerzahlern für diese Bundesregierung entschuldigen, die es Steuerbetrügern immer noch sehr einfach macht, Steuern zu hinterziehen. Damit muss endlich Schluss sein, meine Damen und Herren. Ich hatte bei der Kanzlerin schriftlich angefragt, ob sie überhaupt schon ein einziges Mal öffentlich zum skandalösen Steuerhinterzieher Juncker Stellung genommen hat. Immerhin soll allein für Deutschland ein Schaden von mindestens 30 Milliarden Euro entstanden sein, weil deutsche Konzerne mithilfe von Luxemburg den deutschen Staat betrügen konnten. Nein, die Kanzlerin hat sich natürlich nicht kritisch zu Herrn Juncker geäußert. Dafür hat sie stellvertretend den Chef der Gewerkschaft der Lokführerschaft kritisiert, obwohl der gar nichts Illegales gemacht hat. Er hat nur das Streikrecht wahrgenommen und die Kanzlerin meinte, sich in einen Streik einmischen zu müssen. Sie sagte, aber es gibt eine Gesamtverantwortung. Und ich frage mich und ich frage Sie, warum gibt es keine vergleichbare Aussage der Kanzlerin zu den Steuersparmodellen von Herrn Juncker? Der müsste doch auf den Titelseiten angeprangert werden, nicht ein Gewerkschaftsfunktionär. Meine Damen und Herren, wie will diese Bundesregierung den ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern endlich noch erklären, dass sie weiter Steuern zahlen soll, wenn gleichzeitig große Konzerne ihre Steuerlast im Ausland auf 1% eindampfen lassen können? Und ich sage Ihnen, Herr Juncker ist nicht unser einziges Problem. Die Bundesregierung hat es versäumt, dafür zu sorgen, dass auch Steuerhinterziehung in ganz Europa bekämpft wird. Steuersparmodelle gibt es auch weiterhin in Irland, in den Niederlanden und in Großbritannien. Damit, glaube ich, haben wir eine Verantwortung. Wir müssen dafür sorgen, dass europaweit Steuerhinterziehung oder, wie es jetzt neudeutsch heißt, Steuervermeidung nicht mehr möglich ist, meine Damen und Herren. Es gibt nur zwei seriöse Wege, zu einem ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden zu kommen. Entweder müssen die Ausgaben gekürzt werden oder die Einnahmen erhöht werden. Und ich finde, wir müssen uns alle mal klar machen, wenn wir wirklich einen zukunftsgerechten, ausgeglichenen Haushalt haben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass unsere Einnahmen deutlich erhöht werden. Und dafür ist der erste Schritt, dass wir endlich wirksam die Steuerhinterziehung und die Steuervermeidung bekämpfen. Und dann ist der zweite Schritt, dass wir endlich die besteuern, so besteuern, dass es auch nach Recht und Gesetz geht, die riesige Vermögen angehäuft haben und die nach der Krise noch reicher geworden sind als vor der Krise. Äußerst erstaunt war ich, Herr Schäuble, als Sie am Dienstag in Ihrer Rede davon sprachen, dass Sie keine Investitionslücke in Deutschland erkennen können. Sie haben sich dabei auf den Sachverständigenrat bezogen. Und der Sachverständigenrat, man höre und staune, überschreibt sein aktuelles Gutachten mit dem Spruch »Mehr Vertrauen in Marktprozesse«. Da frage ich mich, leben diese Professoren eigentlich in einer anderen Welt? Wir erleben doch fast täglich, wie die Märkte versagen. Wir haben uns immer noch nicht von der Finanzkrise 2008 erholt und schon kommen die Marktradikalen wieder aus ihren Verstecken und predigen Theorien, die die Wirklichkeit bereits bitter widerlegt hat. Damit sollte doch endlich Schluss sein. Die OECD hat für Deutschland die Wachstumsprognose halbiert und hat festgestellt, dass die Eurozone in gewisser Weise ein Schwachpunkt, Zitat, der Weltwirtschaft ist.
Und die OECD empfiehlt, die Ausgaben für Infrastruktur, Kinderbetreuung und Bildung zu erhöhen. Und ich glaube, wir sollten nicht nur auf die Bundesrepublik Deutschland schauen, sondern auch auf Europa. Wir haben eine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Krisenländer nicht weiter in der Krise bleiben. Und wenn wir nach Griechenland schauen, so sind dort die Bruttoinvestitionen im Vergleich zu 2007 in absoluter Höhe um die Hälfte reduziert worden. Und die griechische Wirtschaftsleistung ist eingebrochen, die Arbeitslosigkeit ist dramatisch und die Staatsschuldenquote ist jenseits von Gut und Böse. Wir brauchen eine Kurskorrektur, denn Deutschland als die stärkste Volkswirtschaft innerhalb der Europäischen Union hat eine Verantwortung, die über unser Land hinausgeht, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, es geht aber nicht nur um die vielen Krisen in Europa. Es geht auch um die menschlichen Tragödien vor den Toren unseres Kontinents. Und wenn Sie schon nicht auf die Linke hören wollen, dann hören Sie doch wenigstens auf den Papst. Er sagte kürzlich vor dem EU-Parlament, man kann nicht hinnehmen, der Papst sagte, man kann nicht hinnehmen, dass das Mittelmeer zu einem großen Friedhof wird. Und mit Mann ist auch die Bundesregierung, mit Mann ist auch Deutschland gemeint. Und hier, meine Damen und Herren, müssen wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Nein, wir als Linke können uns mit dem Selbstlob der Bundesregierung, was wir in dieser Woche reichlich gehört haben, nicht anfreunden. Dieser Bundeshaushalt wird den großen Herausforderungen, die vor Deutschland und Europa und der Welt stehen, nicht gerecht. Er ist weder sozial noch ökologisch nachhaltig. Darum lehnen wir ihn ab, meine Damen und Herren. Zu Beginn meiner Rede habe ich den ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gedankt. Jetzt möchte ich als Vorsitzende des Haushaltsausschusses vor allen Dingen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ausschusssekretariats, die hier Platz genommen haben, recht herzlich danken. In den 53 Stunden der Haushaltsberatung wurden 777 Anträge beraten und über 1000 Abstimmungen durchgeführt. Es wurden etliche Liter alkoholfreien Glühweins getrunken und darum ist dieser Haushalt auch fehlerfrei nach den Abstimmungen zustande gekommen. Man muss wissen, welche große Leistung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vollbringen, weil einerseits die Anzahl der Anträge, aber auch die Anzahl der Menschen, die sich in dem Ausschussraum aufhalten. Und manchmal ist der Raum während der Beratung voller als die Berliner S-Bahn im Berufsverkehr. Und dass Sie dabei den Überblick nicht verlieren, das kann man nicht genügend würdigen, meine Damen und Herren. Ich möchte mich natürlich auch bei allen Kolleginnen und Kollegen, bei allen Mitgliedern des Haushaltsausschusses bedanken, die in fleißiger, engagierter, manchmal etwas rauflustiger, aber doch im Ende immer friedlicher Art versucht haben, gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Ich bedanke mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abgeordneten und der Arbeitsgruppen, bei den Haushaltsreferaten der Ministerien. Und nach alledem kann man zusammenfassend sagen, wir haben im vergangenen Jahr, im fast vergangenen Jahr, zwei Haushalte beraten. Und eigentlich ist es doch ein bisschen schade, dass im nächsten Jahr es wahrscheinlich nur eine Haushaltsberatung geben wird. Vielen Dank. Als nächster Redner.